Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Energiewende mehr kosten würde als die berühmte Kugel Eis, von der Jürgen Trittin vor einigen Jahren mal gesprochen hat, das ist mittlerweile ja jedem klar geworden. Wir sprechen ja mittlerweile nicht mehr nur von höheren Stromrechnungen, sondern auch von vielen anderen Zugeständnissen, die den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt werden. Aber an irgendeiner Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, da hört der Spaß für uns doch schon mal auf. Und zwar dann, wenn Menschen in ihrer Existenz massiv bedroht sind und diese Energiewende sie in ihrer Existenz massiv gefährdet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich spreche insbesondere von zwei Bevölkerungsgruppen, die sehr unter dieser Energiewende, so wie Sie sie auf den Weg gebracht haben und auch fortzuführen gedenken, leiden. Ich spreche zunächst einmal von denjenigen Menschen draußen auf dem Land, in den Regionen, die sich vor Jahren mal darauf verlassen haben, was Politik ihnen gesagt hat, was auch Banken ihnen gesagt haben, Versicherungen gesagt haben, nämlich, dass die Altersversorgung die sicherste Form der Altersversorgung, die eigene Immobilie, das eigene Häuschen ist. Viele Menschen haben sich darauf verlassen und sehen sich jetzt konfrontiert mit immer neuen Windkraftanlagen, immer höheren Nabenhöhen und immer kürzeren Mindestabständen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Menschen haben sich damals verlassen auf das Wort der Politik, selber vorzusorgen in Form einer Immobilie, ihre Altersversorgung so zu gestalten. Die haben sich vielleicht mal mit dem Gedanken getragen, im Alter ihr Häuschen zu verkaufen, sich zu verkleinern, in eine Eigentumswohnung umzuziehen und ihren Kindern und ihren Enkeln auch was vererben zu wollen. Wenn man von Vermögensverlusten von 30, 40 und 50% in unmittelbarem Einzugsgebiet von Windkraftanlagen spricht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann haben diese Menschen mit Zitronen gehandelt und das werden wir ihnen nicht durchlassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Und die zweite Berufsgruppe, von der ich spreche, und wir reden ja heute über den Trassenverlauf, sind natürlich die Bauern, sind die Landwirte im Land. Es muss doch eigentlich für jeden nachvollziehbar sein, dass wenn ich dem Landwirt Quadratmeter, Hektar entziehe, die für die landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen, die eben nicht mehr als Ackerfläche, als Weideland für Viehwirtschaft zur Verfügung stehen, die einen höheren Arbeitsaufwand für den Landwirt erfordern, weil er eben immer drumherum pflügen muss, weil das Zeit kostet, weil das Geld kostet, dass die Menschen natürlich dafür entschädigt werden müssen. Wer das nicht akzeptiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, der versündigt sich an einem ganz zentralen Bestandteil unseres Wirtschaftslebens. Das ist der Schutz des Eigentums, das ist der Schutz der Lebensleistung eines Menschen. Deswegen gibt es für uns gar keinen Zweifel darüber. Selbstverständlich müssen die Bauern entschädigt werden, wenn Trassen über ihren Grund und Boden führen sollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist es nicht mit einer einmaligen Ausgleichszahlung getan. Denn Sie haben ja wahrscheinlich nicht vor, diese Trassen ein Jahr später wieder abzureißen und den Landwirten die Möglichkeit der Nutzung zurückzugeben. Sondern wenn die Trassen dauerhaft da stehen bleiben, das wird der Fall sein, entgeht ja auch dem Landwirt regelmäßig die Möglichkeit zur Nutzung seines Grund und Bodens. Deshalb muss natürlich auch regelmäßig und wiederkehrend ein Ausgleich für den entgangenen Ertrag erfolgen. Wer das nicht sieht, meine sehr verehrten Damen und Herren, der trägt dazu bei, dass gerade auf dem Lande die Zahl der Fürsprecher für diese Energiewende weiter abnimmt. Und das können wir in diesem Hohen Hause alle nicht wollen. Trassen ohne Kompensation für die Grundstückseigentümer ist Beschlagnahme, ist Zwangskonfiszierung, mit anderen Worten Raub. Und das darf kein Demokrat hinnehmen. Herzlichen Dank.